Dann den können wir einfach so. Von hinten. Also so. Ich nicht. Ja, aber da muss ich von oben auf den drauf springen. Wahrscheinlich von oben auf den drauf springen. Fange ich jetzt mal an. Links klettern bitte. Nein, nach links. Du hörst mir nicht zu, kann das sein? Also einmal. Hier wollte ich hier eigentlich. Ja. Wollte nach da. Und dann hier hin. Warum also mit gedungenen Söldnern dienen, wenn ihr auch dem Wohl der Republik dienen könnt? Genau soll das jetzt ablaufen? Wegen eines kleinen Ausbruchs von Pestilenz. So. Ah. Die öffentliche Messe mit dem Kardinal leider verschoben wird. Gut. Und jetzt muss ich da runterspringen. Okay. Also das ist ja eigentlich relativ einfach. Also hier aus dem Teil raus. Das ist sozusagen, wenn man an dem Geländer hängt, total unauffällig natürlich, weil er total auffällig ist. Aber egal. Und dann von dem Geländer aus und jetzt das Runterspringen-Attentat. Ich glaube, das wird das Coolste. Bin ich mal gespannt. So. Vom Vorsprung natürlich. Junge! Hör auf! Bitte. Bisschen schneller bitte vielleicht. So. Ja, den anderen Weg konnten wir bestimmt auch irgendwie gehen, aber ich wusste nicht, ne? So. So. Und jetzt müssen wir runterspringen und ihn töten. Ist das richtig? Wo ist er denn? Da ist er. Das war zu weit. Okay. Das war zu weit. Doch so komme ich auch schneller drauf. Oder einfach so direkt? So direkt. Jo. War die Kamera zu langsam. Gut. Also, nochmal zusammenfassend. Hier einmal aus dem Heuhaufen Karren raus. Einmal auf der am der Veranda klettern und einmal von oben runterspringen. Gut. Das haben wir kapiert. Ist auch schon mal cool, wenn ich so ein richtiges Attentat hinkriege, das wäre schon verdammt cool. Gucken. Ich hab's geschafft. Komm schnell. Schau. Nimm es. Probier es. Hab Dank, Leonardo. Gar kein Problem. Es gibt jemanden, den ich hier treffen müsste, aber ich kann mich ihm nicht öffentlich nähern. Weißt du da einen Weg? La Volpe. Der Fuchs? Psst. Verstehe. Aber weißt du, wo er sich aufhalten könnte? Vielleicht in der Nähe des Mercato, wo die Diebe hausen. Sei vorsichtig, Amico. Okay, erreichen Sie Aussichtspunkte, um den Standort der Codex-Seiten auf der Karte zu erhöhen. Nachdem Sie alle Codex-Seiten freigeschaltet wurden, blabliblu. Okay, soweit so gut. Ich nehme jetzt übrigens auch zum ersten, nicht zum ersten Mal, aber als einer der ersten Male mehrere, ich nenne es jetzt mal zweite versteckte Klingel, cool. Mehrere Folgen am Stück auf. Ich hoffe, ich werde dadurch nicht zu ruhig. Das war jetzt so meine Hoffnung. Weil ich achte jetzt auch natürlich ein wenig drauf. Weil ich habe auch wenig Zeit und deshalb. Jetzt mal. Hä, wieso zieht der jetzt nicht die Waffe, bitte? Ich hab's. Mann! Mit der doppelt versteckten Klinge kannst du Leute töten. Ah. Okay. Gut. Da muss ich also hin. Stehen die Leute auch da? Das finde ich nicht nett. Was sind eigentlich die ganzen Aufträge, die hier überall sind? Ich bin überfordert. Hier ist, hier bin ich. Erinnerung. Schläger. Aussichtspunkt. 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 Erinnerungsanfang. Aussichtspunkt. Ah, die Stadt ist auch riesig. Ich glaube, ich werde dann erstmal die Aussichtspunkte suchen, der hier auf der anderen Seite ist. Sollte ja irgendwo hier in der Nähe sein. Da habe ich den schon. Ist das der gemeint ist? Ja, ich glaube, der ist das, der gemeint ist.
Nee, das schaffe ich glaube ich nicht. Meinte ich ja. Naja, egal. So, einmal runter. Und noch einmal runter. Hier muss ich auch hin, aber ich gehe jetzt erstmal zum Aussichtspunkt. Weil ich denke, das hilft. Hier hausen also die ganzen Diebe. Das ist natürlich schön. So, hier ist der Aussichtspunkt. Die sind ja sogar angezeigt, die Aussichtspunkte. Das ist ja schon fast zu einfach. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was diese Anzeigen da sind. Dieser Vogel oder was soll das sein? Aber es war einfach ein Aussichtspunkt. Naja. Ist auch ein wenig schlauer wieder geworden. Langsam verstehe ich ja sogar dieses Spiel. Es wird ja gruselig. Am Ende werde ich noch hier anfangen, die Mission beim ersten Mal zu schaffen. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen... Ah, das sind Gangster oder so, die uns anheuern können. So, eine neue Ecke von der Stadt ist freigeschaltet. Mit dieser immer noch coolen Animation. Die hört einfach nicht auf, cool zu sein. So. Gut, gut. Dann gehe ich jetzt erstmal zum Heinz. Schön, so eine Karte hier zu haben. Und dabei nach vorne linken zu springen. Habe ich doch die ganze Zeit gemacht, oder? Naja, egal. So. Also mache ich noch eben die Mission und dann werde ich weitere Aussichtspunkte aufdecken. Also mal sehen, es wird auf jeden Fall spannend. Los. Salve. Maus, yay. Ich muss ihn aufspüren, okay. Also er ist hier irgendwo. Sind Wachen. Ah, hier hinten. Ne, das sind auch Wachen. Sie lokalisiert. Ah, hier hinten. Ah, ist der das? Ne, nee, hier hinten. Was? Meine Börse, oh, mein Geld. Euer Geld? Ich habe euer Geld nicht. Arsch. Komm zurück. Hol mich. Du machst einen großen Alter, Fehler, mein Freund. Genug davon. Allerdings, warum gibst du nicht auf? So, du Arsch. Gib zurück, was du gestohlen hast. Ich würde, wenn ich könnte. Kann aber nicht. So, mein lieber Freund, ey. Ich sag dir, ich mach dich fertig, wenn Alter, ich dich kriege. Ich hab schon. Und wo bleibt da der Spaß? Alter. Meine Fresse. Kannst du nicht mal dich bewegen, ey. Alter, ich hatte ihn doch so schon so gut wie. Ich hätte ihn nur noch rammen müssen. Erschissen. So, du Arsch. Jetzt krieg ich dich aber. Alter! Das gibt es doch nicht. Alter, wieso geht denn das nicht? Ach, da geht er, der Arsch. Läuft immer ein Kreis, kann das sein? Alter! Kannst du dich mal bewegen? Alter, wieso läufst du da hoch? Buongiorno. Alter, das gibt es doch nicht. Ich hatte den doch die ganze Zeit. Ich glaube, der läuft sowieso die ganze Zeit im Kreis, kann das sein? Ja, er läuft im Kreis. Ach nee, läuft hier, jetzt läuft er natürlich nicht im Kreis. War ja klar, sonst läuft er immer im Kreis, aber genau jetzt nicht. Ah, der fuckt mich ab, dieser Typ. Gut, meine Fresse. Aber wir können auch Wachen aufheben, das ist cool. Sorry, dass ich jetzt ein bisschen abgefuckt bin, aber... Das ist jetzt auch nochmal hier. Komm dieser zurück. Typ packt einen aber auch ab. Hol mich. Aber er wird mich trotzdem nicht geschlagen. Geschlagen du fühlen. Machst einen großen Fehler, mein Freund. Genug davon. Alter, beweg dich, los. Boah, und dann springt der hier rum, wie sonst ein Spast, ey. Gib zurück, was du gestohlen hast. Alter Schwede, ich würde, wenn ich könnte. Echt ab. Kann aber nicht. Weil ich ihn die ganze Zeit eigentlich schon habe. Aber dieser Arsch. Ich sag dir, ich mach dich fertig. Ich habe kein Interesse, dich zu verletzen. Also gib mir mein Geld und wir sind quitt. Nicht so schnell.
Was wollt ihr denn? Wer seid ihr? Man gab mir schon viele Namen. Mörder, Tagliagole, Dieb. Aber ihr dürft mich La Volpe nennen. Zu euren Diensten, Messer Ezio. Woher kennt ihr meinen Namen? Es ist mein Geschäft, alles in dieser Stadt zu wissen. Seid ihr nicht deshalb hier? Doch, ich muss jemanden finden. Und wissen, wo er ist, bevor er es selber weiß. Wer? Francesco de Pazzi. In den Straßen erzählt man sich was von einer Karawane aus Rom. Einem Geheimtreffen, heute bei Sonnenuntergang. Dort könnt ihr etwas über Francescos Aufenthaltsort erfahren. Wisst ihr, wo es stattfinden wird? Ma certo. Lasst mich wissen, wenn ihr soweit seid. Dann ziehen wir los. Oh, ja. Und hier ist euer Geld. Cool, dann wieder das Geld. Und ich bin auch gerade in der Nähe eines Aussichtspunkts, deshalb gehe ich den jetzt erstmal suchen. Und deshalb alle irgendeine Aussichtspunkte. Ja, weißt du, das wusste ich auch noch. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt 204 in der Villa. Gut, aber ich werde das Geld auf jeden Fall mal ausgeben. Damit. Also für die Stadt dann ausgeben, damit wir auch mehr Einnahmen kriegen. So, neuer Aussichtspunkt ist synchronisiert. Und da sehen wir auch hier die. Oh, der Fluss, der ist schön. Und ein Schiff, cool, kann man auf dieses Schiff draufgehen. Kann ich auf dieses Schiff draufgehen? Das finde ich mega geil. Ich probiere das aus. Das finde ich ja echt mal mega geil. Das ist zu spät gedrückt. Ich finde es mega geil, wenn man auf dieses Schiff drauf könnte gerade. Ich weiß auch nicht wieso. Das will ich wissen. Ja, das ist schon gut. Aber gut, ich habe einfach eben übrigens einfach die falsche Taste gedrückt. Ich hatte ihn eigentlich die ganze Zeit, aber habe es dann doch nicht geschafft. Oh, ein cooles Boot. Auch nice. Wie die da sitzen, ey. Die letzten Mongos. So. Wir wissen, was auf diesem Boot gibt. So, das soll eine Luke sein. Kann man hier rein? Das wäre auch zu cool gewesen. Auf den Mast rein. Ich finde es gerade voll interessant. Ich weiß auch nicht, wieso kann man das steuern. Ne, das war ja ein Assassin's Creed 3. Aber egal. Kann man hier drauf klettern bestimmt. Ja, komm. Geiler Scheiß. Cool. Cool, habe ich gleich voll die coole Aussicht bestimmt, hoffe ich mal. Und den können wir auch ganz nach oben gehen, oder? Können wir nicht. Ne, können wir nicht. Naja. Ah doch. Ich bin der König der Welt. Yeah. Ne, warte noch nicht. Ich bin der König. Gut, nein, ich habe gar keine Probleme. Jetzt kann man auch schön ins Wasser springen. Und dann gehe ich mal wieder zurück zu dem Heinz, der schon mal auf das Boot bringen wollte, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wo dieser geheime Geheimtreff ist, der geheim ist. Weil der geheime Geheimtreff ist ja schon geheim. Deshalb weiß man auch nicht, wo er ist. Ist logisch, ne? Okay, ich laber wirklich scheiße momentan. Auch im Vergleich zu dem, was ich sonst schon laber. Deshalb, cool, der Sprung war aber auch cool, oder? Ich meine, den muss man erstmal so behindert hinkriegen, wie ich ihn gemacht habe. Ah, ist sogar richtig nass. Das sieht irgendwie fast matschig aus, also so lehmig oder so. Folgt mir. Aber wir müssen uns ganz schön beeilen. Ob ihr mithalten könnt? Gar kein Problem. Jetzt müssen wir noch folgen, schon wieder. Mensch. Naja, egal. Das habe ich ja dann noch geschafft mit dem Dieb. Deshalb. Oh, nein. Folgt mir. Aber wir müssen uns ganz schön beeilen. Ob ihr mithalten könnt? Gar kein Problem. Das ist richtig scheiße. Aber ich habe mir das so schön so umgewöhnt. Gut, egal. Sonst mache ich das nächste Mal über falsch. Wenn ich alles nochmal machen muss. Gut. Da müssen wir hin. Okay. Ja, das schaffe ich ja noch. Das ist einer meiner leichtesten Übungen. Ha 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 ha!
Was tut ihr denn da hinten? Ihr sollt doch mithalten. Ja, du sollst ja schon hochklettern. Ah, ich hasse Zeitbegrenzungen, ey. Das ist doch einfach nur Kacke. Ja, das ist echt ein Kacke. Alter, wie weit ist denn der Arsch weg, ey? Ich hol Vergackeier. Nein! Hoch! Hoch, Mann! Geh hoch! Alter! Das übertreibt man nicht. Alter, ey, wie weit ist der Typ denn weg? Will er mich verarschen? Alter, nein! Was tust du da? Alter! Da ist er doch, da ist er doch. Boah, scheiße. Da sind wir. Hier in dieser Kirche trifft sich Francesco de Pazzi mit seinen Leuten. Wie komme ich da rein? Es gibt Katakomben unter der ganzen Stadt. Diese führen euch an einen Ort, wo ihr das Treffen heimlich belauschen könnt. Da, nehmt den Steingriff. Dreht ihn, dann schiebt ihn nach unten. Danke für all eure Hilfe, Wolpe. Viel Glück. Na, danke. Dann könnte ich ja schon fast diese Folge beenden, aber es macht mir gerade zu viel Spaß. Deshalb, festhalten, um schneller zu klettern. Ja, das mache ich ja die ganze Zeit. Nein, egal. So weit bin ich ja dann doch schon gekommen. So. Da kommen wir bestimmt. Erinnert mich übrigens an Pokémon. Ja, der Pokémon. An Pokémon Diamant. Da gab es ja auch diesen Untergrund, der zwar ziemlich ideenlos aussah, aber von der Idee her war es auf jeden Fall cool. Wir werden jetzt hier so runtergefahren. Geil. Ich dachte, wir wären runtergefahren. Das wäre auch cool. So. Dann sind wir auch gleich unten. Ach du Scheiße, das sieht aber ungemütlich aus. Okay. Ganze Knochen überall. Das ist echt nicht schön. Aber wir müssen hier wahrscheinlich hoch, ne? Das muss doch hier überall, weil es zu weit hochklettern. Ja, ich glaube, ich habe gerade einfach. Was ist das denn hier? Aha, ein Hebel. Ach. Oh, jetzt wird es hier schon fast Zelda-mäßig mit Rätseln. So. Ist hier irgendwas versteckt? Keine Lust, das zu übersehen. Nee. Gut. Ja, ist auf jeden Fall nett, sieht die aus. Einmal schön betrampelt. Nein, ich bin gar nicht krank drauf. Alter, ist das hoch. Ho, ho, ho. Oh, das sieht nach einem Jump'n'Run aus. Das sieht echt nach einem Jump'n'Run aus, der seinen Namen verdient hat. Ja, es hilft ja nichts, ne? Gut, ist man denn nochmal abgesprungen? Ja, so. So. Alter, hier liegen überall Leichen rum, ey. Nämlich an so einem Indiana Jones Film. Nein! Alter! Scheiße! Scheiße! Oh, 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 oh. Fuck! Wieso bin ich denn, konnte ich da nicht hochklettern? So kurz vorm Ziel. Okay, kurz vorm Ziel war es nicht. Oh, puh. Komme ich hier jetzt irgendwie wieder hoch? Ja, ich komme hier hoch. Und hier komme ich auch hoch, dann komme ich auch hier hoch, genau. So, das ist doch der Hebel, oder? Ja. Puh, Schwein gehabt. Ich dachte schon, ich müsste jetzt den ganzen Scheiß nochmal machen.